Der Zero Point wird immer instabiler und sollte bald wieder auseinanderbrechen, zumindest laut den Charakteren in Fortnite. Agent Jonesy sorgt dafür, dass keiner die Schleife entkommt, aber alles, was er macht, zieht er damit die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Es gibt eine Menge Fragen zu der Geschichte, wie sie weitergeht, aber noch mehr Fragen gibt es für die Geschichte, die bisher passiert sind. Ungelöste Story-Mysterien, die bisher noch nicht geklärt wurden, und in dem Sinne ein schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Bleibt mal ein bisschen wach und haut ein Like rein für eine Geschichte einer Fortnite, fast so ähnliche Geschichte mit ein paar ungeklärten Mysterien. Geschichte. Diese Geschichte, Leute. Fortnite Story ist eine lahme Kiste, ne? Es ist langsam, es bewegt sich langsam. Immer wenn irgendwas passiert, dann dauert es Monate, bis wir zwischen Live-Events neue Season. Da entwickelt sich ja meistens Story. Wir warten auf das nächste Live-Event, was jetzt in den nächsten paar Wochen passieren sollte. In den nächsten zwei Wochen sollten wir da auf jeden Fall das kriegen. Nächste Woche kann auf jeden Fall schon die ersten Spieldateien dazu reinkommen. Was auch immer mit dem Zero Point passiert, dazu kann ich ein eigenes Theorievideo produzieren, ne? Ich denke mal, mit dem Besucher hängt alles zusammen, habe ich ja schon. Freue ich mich mega drauf. Aber was ist mit den Sachen, die bisher schon im Spiel passiert sind, aber bis heute wir eigentlich gar keine Antwort dazu haben. Immer wieder kriegen wir Antworten auf alte Fragen, aber nie wirklich ist alles ganz geklärt. Es gibt immer noch so ein paar Restmysterien, können manchmal einfach nur Überbleibsel sein, wie Naruto-Filler-Folgen. Die klären wir einmal. Und wir können auf jeden Fall auch schon klären, ob ihr natürlich Abo-Button und Glocke reingehauen habt, wenn euch das Video empfohlen wurde, wenn ihr das mögt, wenn ihr sowas sehen wollt. Und natürlich, wenn ihr das Live-Event nächste Woche nicht verpassen wollt oder diese Openings hier, die jetzt hier rumstehen. Wir haben noch ein Lego-Kit, was wir zusammenbauen werden, da in der Ecke, ne? Das kommt auch noch am Samstag auf Twitch. Auf jeden Fall nicht verpassen. Nummer 5. Eigentlich kann ich 500 Videos dazu machen, wie viele Fragen noch offen sind oder sowas, ne? Und während ich hier komplett durchfliege und euch einige ungeklärte Mysterien runterratter, schreibt mal gerne in die Kommentare, was für euch noch so ungeklärte Story-Fragen sind. Gibt natürlich viele neue, die noch gar nichts gesehen haben. Gibt natürlich auch schon länger ältere, die dabei, immer dabei sind und die Story immer wieder verfolgt haben und da ein bisschen mehr Bescheid wissen. Da könnt ihr euch natürlich auch untereinander helfen. Ich kann ja nicht jeden antworten, aber ich werde es mir durchlesen. Sonst natürlich auch viele Story-Fragen in der Story-Playlist auschecken. Dort habe ich eine Menge verlinkt. Dort gibt es eine Menge kleine Story-Videos, die für, auch zu Charakteren vieles erzählen. Auch das gerne abchecken. Aber in Season 3 haben wir nicht viel Geschichte bekommen. In Season 3 ist nicht wirklich viel passiert, außer dass es quasi ein Nachfolger war von der Season 2. Dass die Wasserzone zusammengebrochen ist und natürlich die gesamte Map unter Wasser gesetzt hat. Soweit schön und gut. Im Laufe der Season ist nicht wirklich viel passiert. Auch der Battle Pass hat nicht viel Geschichte erzählt. Deswegen stellt sich da natürlich die Frage, was hat das jetzt storytechnisch eigentlich dazu beigetragen, außer dass wir eigentlich gewartet haben, dass die Marvel-Charaktere dafür gekommen sind, die dann die Story vorgetrieben haben. Die gesamte Geschichte rund in Season 3 ist komplett nicht existent oder wir sehen noch nichts dahinter, weil die haben versucht, so kleine Events einzubauen mit den Raumfahrern, mit Siona und Deo, dass sie von irgendwo gekommen sind, dass sie hier durchgelandet sind von einer anderen Realität. Schon ähnlich wie es Drift gemacht hat, aber letztendlich kam das Raumschiff dann an, wir haben das Raumschiff dann gestartet, es ist weggeflogen und dann ist es wieder irgendwo gelandet, und zwar in der Ecke bei Slurpy Swamp, quasi in der Nähe, wo jetzt Flash Factory ist. Da ist das Raumschiff wieder gelandet, konnte man wieder aufsammeln. Ja, das war's. Okay, unterschiedliche Realitäten haben sich wieder da zusammengefunden, aber ist das alles, was die Geschichte in Season 3 gebracht hat? Hat Siona sonst überhaupt keine Bedeutung? Die ganzen anderen Battle Pass Skins sind auch komplett irrelevant, außer dass es ein paar Remakes waren von alten beliebten Skins, wie den Schwarzen Ritter in weiblicher Variante. Und das ist wahrscheinlich sogar die beste Erklärung dafür. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Erklärung, Leute. Da gibt's kein krasses Geheimnis dahinter. Season 3 war ein Lückenfüller. Die haben da nicht viel krasse Story reingebaut. Nummer 4. Einiges der nächsten Mysterien sind tatsächlich die Bunker, immer noch. Bis Stand jetzt in Season 5 wissen wir natürlich schon viel, viel, viel mehr über die Welt in Fortnite, was die Insel als eine Schleife ist. Und dass wir auf der Oberwelt sind, und unter der Oberwelt ist ja die IO, die das Ganze kontrolliert, die Schleife kontrolliert, und den Zero Point, für welche Zwecke auch immer, wissen wir bisher noch nicht. Wir wissen, dass die IO Fahrstühle nutzen, um halt ihre Agenten hochzuschicken und da natürlich ihre Truppen auf der Insel zu verteilen, so wie Stand jetzt. Die können sich nicht mehr verstecken, die müssen das Ganze in Zaun halten. Die kleinen Bunker, die wir quer über die Karte verteilt finden, gibt es ja drei Stück, haben ja auch jetzt mehr oder weniger quasi eine Bedeutung, und dass es wahrscheinlich irgendwelche Wartungsschächte oder Lüftungsschächte sind, die die IO eingebaut hatte. Gab es schon damals in der Kapitel 1 Map, gab es ja schon einen Bunker, wo sich lange die Leute darüber gefragt haben, warum ist das Ding, was hat das für einen Grund. Und jetzt in Season 5 hat sich das Ganze ja ein bisschen erklärt, dass angeblich die IO, der dahinter steckt, laut einem Dialog vom Bunker Jonesy. Soweit so gut, wir haben Fahrstühle, wir haben kleine Luken im Boden, die das Ganze nochmal verbinden mit dem Unterreich, und das macht ja auch Sinn, weil alles von unten nach oben kommt, aber ein bisher immer noch ungeklärtes Mysterium ist einfach die große Bunkertür,
oder der große Zugang hier in den Berg hinein hat immer noch den Namen zensiert. Es hat immer noch keinen Namen, ne? Der Ort ist einfach nur zensiert. Und anders als natürlich bei den Bunkern oder den Fahrstühlen, die natürlich unter die Erde führen, auf die andere Seite, wo die I.O. ist, ist diese Tür eher frontal in den Berg hinein. Ist das einfach nur ein weiterer Zugriffspunkt für die I.O., wo die dann rein und rauskommen und dann immer wieder nach unten gelangen? Vielleicht einfach nur auch nochmal die Hauptzentrale oder die Hauptschaltungszentrale auf der Insel selber und da drinnen sind nochmal Fahrstühle? So ähnlich wie es die Untergrundbunker, sage ich mal, bei Colosseum und Selfie Stronghold sind, ne? Hier gibt es ja auch einen Zugriffspunkt, wo dann ein Fahrstuhl ist, der wahrscheinlich wieder runterführt zu der I.O. Und ob das die große Bunkertür ist, tja, schwer zu sagen, Leute. Bis heute natürlich ein Mysterium. Bisher gibt es keinen Hinweis dazu. Bisher hatten wir auch keinen einzigen Quest dazu, ne, dass Bunker Jones uns da irgendwie hingeführt hat. Und so wie ich Fortnite kenne, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir überhaupt wissen, was dahinter steht. Vielleicht in der Kapitel 3 Map oder sowas, ne? Weil der Bunker in der Kapitel 1 Map hat ja auch ewig gedauert, bis wir endlich mal das Geheimnis dahinter verstanden haben, was wohin da führt und so weiter. Deswegen die große Bunkertür kann noch lange dauern, kann aber auch jetzt in Season 5 eine Rolle spielen und dahinter einen neuen Untergrundort öffnen, der dann halt im Berg ist, was mega cool wäre. Nummer 3. In Season 2 hat ihr die Story nochmal richtig angefangen und hat auch so auch nochmal so ein bisschen weitergebracht, als Midas das Doomsday-Device gestartet hat mit der Energie des Zero Points, die genau auf der anderen Seite lag. Scheint es, dass Midas tatsächlich sehr bewusst war über die Schleife und was dahinter steckt. Das sehen wir zum Beispiel auch in einem Dialog im Season 2 Live-Event, wo Agent Jonesy sagt, dass er mit der Schleife verbunden ist, aber dass er so reagiert, hätten sie damit nicht gerechnet. Er muss mit der Schleife verbunden sein, aber dass er so reagiert, hätten wir echt nicht vorhersehen können. Ich denke... Ja, und da können wir ausgehen, dass Midas logischerweise Bescheid weiß über die Schleife und halt da ausbrechen wollte und den Sturm brechen wollte. Wurde aber mehr oder weniger von der I.O. auch aufgehalten, ne? Dank der Wasserzone haben die ihn zurückgeschleudert und im Season 3 Trailer sehen wir, dass er halt besiegt ist. Die Frage ist aber, woher weiß Midas das? Welche Verbindung hat er, dass er das Ganze weiß? Ein Indizpunkt dazu ist tatsächlich Bunker Jonesy. Bunker Jonesy ist eines der ersten Jonesys, die in der Schleife immer wieder wiederholt wurden. Quasi die erste Kopie von Agent Jones. Ne, wir wissen ja durch den Season 5 Trailer, dass Schnappschüsse immer erstellt werden, wenn Agent Jones die Insel besucht hat und dadurch immer wieder und immer wieder eines der Jonesys produziert hat. Und Bunker Jonesy war einer der ersten. Bunker Jonesy wurde ja dann durch die Jahre immer wieder verrückter und verrückter, weil er einfach so lange schon da hier festhängt. Da sehen wir zum Beispiel in der Sammlungsauflistung und wenn wir seine Beschreibung durchlesen. Deswegen kann man da vielleicht so eine Verbindung sehen, dass vielleicht Midas tatsächlich auch ein Schnappschuss einer I.O.-Agentin ist oder Agent, der auch auf die Karte gekommen ist, aber irgendwie seine Erinnerung behalten hat. Weil das scheint, passiert das ja nicht bei jedem Charakter, ne? Und irgendwie behalten die Erinnerung, besonders wenn die noch ziemlich lange dabei sind. Und deswegen hat er über die Schleife bewusst, war er sich dessen bewusst und hat einen Plan geschmiedet, um aus der Schleife rauszukommen, weil er das natürlich alles wusste. Inzwischen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Midas seine Erinnerung verloren hat bzw. vergessen hat und jetzt genauso feststeckt wie alle anderen und deswegen nur noch eine weitere Schachfigur ist. Aber das ist so bisher die gängige Theorie, aber so eine wirkliche Antwort dazu, warum Midas jetzt da so wirklich Bescheid darüber wusste, was hier auf der Insel passiert, hatten wir leider nicht. Nummer 2. Eine weitere ungeklärte Story-Theorie ist tatsächlich, wo kommen andere Sachen her außerhalb der Insel. Wir wissen, die Insel ist eine Schleife. Die neue Insel ist auch die alte Insel. Das wissen wir auch, das hat Donald Mustard ja schon mehr oder weniger erzählt. Ne? Der Zero Point hat die Materie komplett aufgenommen, neu geformt, neue Insel kreiert. Deswegen gibt es alte Orte, ne, wie Pleasant Park. Deswegen vermischen sich neue und alte Orte wie Salty Towers. Ne, Tilted Towers und Salty Springs werden einfach mal zusammen gemischt, weil der Zero Point einfach die gesamte Materie hat und die normalen verbindet. Und das passiert alles auf der Insel. Die Insel ist die Schleife. Bisher zumindest das, was wir wissen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt dann der Eisberg her in Kapitel 1? In Kapitel 1 ist außerhalb der Insel etwas dann auf die Insel zugekommen. Insel. Ja, das mal ein Schlückchen trinken, Leute, wenn ihr die Insel hört. Kam außerhalb der Insel einfach auf die drauf zu. Und die Frage ist jetzt, war das die Insel bzw. Eisberg schon immer Teil der Schleife oder wurden sie durch den Zero Point angelockt? Der Zero Point lockt halt Sachen an. Keine Mücken, keine Fliegen oder sowas, sondern Leute, die da auf die Energie scharf sind und dahinter auch die Energie sehen. So wie Galactus, die schon Millionen von Kilometern, ne, durch den Riss die unendliche Energie des Zero Points gespürt hat, hat er ihn natürlich auch angelockt, aber genauso gut hat es natürlich auch die Eisinsel angelockt. Aber ne, die Frage, die bisher komplett ungeklärt ist, wo kommt die Eisinsel her?
Die Welt scheint ja ein bisschen größer zu sein. Ist die gesamte Welt in der Schleife gefangen? Oder nur die Insel ist in der Schleife und wird immer wieder durch den Zero Point neu geformt? Während natürlich dann irgendwo im nördlichen Teil dieses Planeten irgendwo natürlich eine Eisregion ist, wo sich der Eisberg abgekoppelt hat und dann auf die Insel zugeschwommen hat. Und dann auf die Insel zugeschwommen ist, weil wahrscheinlich Kaitos in diesem Eisberg irgendwie wach geworden ist und von dieser Energie angelockt wurde, weil er war auch nun mal der Verschlinger. Und auch er wollte natürlich den Zero Point haben, was wir dann im Season 9 Live Event gesehen haben. So hat sich der Eisberg bewegt. Zumindest so kann ich mir das erklären, weil der Kaitos da drinnen war und so allmählich dann in Richtung Insel geschoben hat, während der Eiskönig natürlich gefangen war und eingesperrt war. Wie gesagt, ist alles Theorie, aber so kann ich es mir am besten zusammenreimen, warum sich auf einmal ein Eisberg zufällig auf den Zero Point zubewegt. Aber die Frage ist halt, ob der Eisberg halt vorher schon in der Schleife war auf dieser Insel oder halt nicht. Und das ist bisher unbekannt, woher die Eisinsel bisher kam, ob es noch eine weitere Region gibt auf diesem Kontinent. Ich meine, wir haben überall kleine Inseln, aber anscheinend ist ja die Fortnite-Insel die einzige, die bisher relevant ist und auf dem Zero Point kontrolliert wird und in der Schleife hängt. Nummer 1. Schön und gut, die Eisinsel ist ja irgendwo auch hier auf diesem Planeten gewesen. Die sind nicht aus dem Weltraum gekommen, wie in Season 3, die ganzen Drifter wie Siona und Deo. Ne, die sind einfach von irgendwo auf diesem Planeten abgetrennt wegen globaler Erderwärmung oder was auch immer. Oder wegen der ganzen Wüstenregion, die immer wieder reinkommt. Und dann sind die einfach dran gesprungen, das ist schön und gut, ne? Aber die Eisinsel war ja schon auf diesem Planeten drauf. Die Frage ist jetzt aber, wo kommen die Besucher her? Die Besucher sind weder durch einen Riss gekommen, wie die Season 3 Charaktere, ne? Oder wie Kevin in Season 5 ist ja auch durch den Riss durchgeflogen, weil die auch durch den Zero Point angelockt wurden. Oder die Eisinsel, die schon auf diesem Planeten war. Nein, die Besucher kamen von außerhalb her, genauso wie Galactus. Einer anderen Realität, die die Zero Point kontrollieren möchte, die die Schleife entkommen möchte. Charaktere, die von der Schleife Bescheid wissen, IO-Agenten, die davon Bescheid wussten und aber außerhalb der Schleife ankommen müssen, um das Ganze, sag ich mal, zu kontrollieren oder beziehungsweise da rauszubrechen, ne, wie die Season 10 Dialoge von sag ich mal, das Ganze sagen. Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass die IO von den Sieben Bescheid weiß. Sie wissen, dass sie das Ganze kontrollieren wollen und versuchen natürlich jetzt in Season 5 nicht die Aufmerksamkeit der Sieben an sich zu lenken, wie es Ma'am an Agent Jones mehr oder weniger fast gesagt hat, wenn hätte er zugehört. Dabei. Und die Sieben dürfen davon nichts mitkriegen. Aber die Sieben sind durch einen Kometen auf diese Insel aufgeknallt. Vielleicht auch durch den Zero Point angelockt, mit dem Kometen draufgeknallt, aber haben dann schnell erfahren, dass es sich um eine Schleife handelt. Und die Schleife hat sie immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und ähnlich wie Midas wollten die den Sturm brechen und herauskommen. Nur, dass die deutlich intelligenter und fortgeschrittener sind, als Midas es ist und mehr Technologien besitzen wie die Rakete, um Risse zu produzieren und natürlich sich selber dann in siebenfacher Variante wie in Season 10 zusammenzubringen. Ah, Fragen über Fragen, ne? Aber Leute, wenn man sich das Ganze so zusammenreimt, ne, das hört sich schon mega, mega episch an. Gerne Abo-Button und Glocke einhauen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ein Like-Button, wenn euch das natürlich gefallen hat. Und gebt mir Flosse.